Man merkt beim Italo-Schweizer Fabrizio aus Zürich gerade, dass Kleider Stil haben. Aber er meint, es sei alles etwas auf der Strecke geblieben, weil sich die letzten Jahre viel verändert hat. Vor eineinhalb Jahren ist er Papi geworden und als Musikproduzent und DJ ist nicht viel gelaufen. Der 35-Jährige, der sonst auf vielen Partys in ganz Europa unterwegs ist, freut sich, dass sein Business wieder anläuft. Und wir unterstützen das und haben ihn eingeladen. Im Newstyle habe ich mich angemeldet, weil seit 10 Jahren verfolge ich Newstyle. Und es war immer cool, neue Outfits zu sehen. Und jetzt während der Pandemie-Zeit habe ich gedacht, das brauche ich wieder mal etwas Neues und etwas Cooles. Cool ist heute Stichwort und unser Newstyle-Beauty-Experten-Team von Clarins. Der Hairstylist Felix Fischer und Stylistin Luisa Rossi setzen die Coolness heute um. Gestartet wird mit der Frisur von Felix Fischer. Der Fabrizio ist zu mir gekommen. Es war eine kleine Herausforderung, weil er schon so kurze Haare hatte. Oben hatte es wahnsinnig viel lange. Auf der Seite auch schon ein paar graue. Er ist DJ. Also habe ich das Gefühl gehabt, man muss schon etwas Cooles machen mit ihm. Was ich gerne mache, wenn Haare so dunkel sind, aber wenn die ersten silbrigen vorkommen, nämlich eine Tönung, eigentlich ist es keine Tönung, es tut einfach so die Natur wieder so ein bisschen in die Natur bringen. Und so, es deckt das Weiss ein bisschen ab, einfach, dass es so ein bisschen weicher wird, dass es nicht ganz so rausleuchtet. Die Haare, wie die, die wahnsinnig dick und schwer sind, fange ich meistens oben an zu arbeiten, um mal einfach Dicke wegzunehmen, mal eine Form herzubringen und dann in die Seite rein. Nach der Tönung nimmt der Felix Fischer das Volumen im Deckhaar. Und dann darf sich der Fabrizio noch von seinem Unterlippenbart, einem sogenannten Soul Patch, verabschieden. Ganz schön viele Haare sind rausgeschnitten worden, aber der Fabrizio hat ja noch einen Haufen. Bei Clarins Boutique & Skin Spa in Zürich gibt es Nahrung für die Haut. Bei Fabrizio habe ich heute unsere Clarins Man Power und Energie Gesichtsbehandlung gemacht für die Frische und Ausstrahlung einer Männerhaut. Als Abschlusspflege habe ich beim Fabrizio unser Clarins Man Energizing Eye Gel aufgetragen, welches die Blutzirkulation mit anregt plus unserer speziellen Auftragetechnik mit den Handballen. Nach dem wohltuenden Energizer deckt Jasmin Berger am Fabrizio seine leichten Augenringe ab. Mit der transparenten Doublefix-Mascara bleiben dann Fabrizio seine Augenbrauen den ganzen Tag perfekt in Form. So Fabrizio, um deinen neuen und frischen Look zu komplettieren, habe ich hier noch eine Handcreme für dich, weil gepflegte Hände sind auch das ganze Jahr das Top-Must-Have. Im PKZ Man an der Bahnhofstrasse in Zürich ist Luisa Rossi ready to dance and style. Ciao Fabrizio! Ciao! Ah, yeah, yeah. Du hast so einen coolen Job. House Music, all night long. Genau. Zu diesem coolen Job brauchst du natürlich ein cooles Outfit. Und den habe ich für dich. Zwei sogar. Ich hoffe, es einem gefällt dir. Und mit dem gehst du dann so arbeiten. Alles für dich, ich hoffe, es gefällt dir. Für den Fabrizio habe ich einen entspannten Look ausgesucht. Ich habe gefunden, der Hoodie von Hackett, der ist perfekt. Creme und Grau, in der Farbe wahnsinnig hochwertig, in der Qualität. Und auch in dem Grauen bin ich geblieben, dann, weil ich die Hosen anpasse von Alberto. Eine sehr auch eine comfy Hose, kann man sagen, mit einem super Schnitt. Und damit er ja nicht frieren tut, in die Übergangszeit, habe ich ein Gilet ausgesucht von Moose Knuckles. Wunderschön, hochqualitativ und natürlich fehlt nicht der Schuh. Ein Polo Edeltonschuh, den er in Black and White kann kombinieren zu allem. Männer und Accessoire. Manchmal tun sich Männer echt schwer damit. Dabei tut das Accessoire den Look so richtig abrunden. Deshalb heute mein Tipp: Taschen. Männer und Taschen, das muss einfach sein. Und zwar empfehle ich, wenn du sehr viel Braun tragen tust oder auch farbige Kleider hast, finde ich Braun fast am schönsten. Wenn du aber sehr edle Sachen trägst, die sehr, sehr fein sind oder mehr in Schwarze, dann selbstverständlich die Schwarze. Aber ein Crossback, das muss einfach hin. Das finde ich cool. Absolut einfach. Oder Rucksack, aber ein bisschen der speziellen Art. Also, ihr seht, ganz, ganz lässige Rucksäcke haben wir. Und für den Mann, der halt ein bisschen Business ist oder Casual Business, finde ich diese Art von Taschen absolut perfekt. Sogar als kleiner Weekender. Entspannt ist auch der zweite Look von Fabrizio. Und ich habe da gestartet mit den Hosen. Ich habe gefunden, die Pole Shark Joke Pants, das ist es. Die ist so etwas von mega cool. Und auch da finde ich, passt ein Rollipulli dazu.
einer von Daniele Frisoli. Und der ist wahnsinnig von der Qualität, wunderbar in der Struktur. Und er passt sich auch von der Dicke her vom Pulli wunderbar zu dieser Hose. Es dürfte nicht jetzt ein feiner Rolli-Pulli sein zu dieser Jogpants. Dazu eine Jeansjacke, und zwar eine von Replay, leicht gefüttert, aber vor allem der Kragen gibt noch ein bisschen das Winterliche. Und was wichtig dabei ist bei diesem Look, ist der Boots. Es muss ein grober Boot sein zu dem Ganzen, ein feiner würde da überhaupt nicht reinpassen. Und zwar ist es einer von Boss. Und zum Schluss natürlich als DJ braucht er einen coolen Rucksack, anpasst natürlich an Boots im Braun, einer von Paul Kehl. Wunderbar ist der Look, ich finde, er sieht richtig habe ich schon mal gesagt, cool aus. Ja, er ist cool. Ja, das ist der aufgestellte Italo-Schweizer auf jeden Fall. Und auch wenn im Mode schon immer wichtig war, hat auch er etwas Neues entdeckt. Ja, der heutige Tag war wirklich super. Also, es hat mir wirklich mega Spass gemacht. Vom Coiffeur zum Kosmetik und jetzt auch zum Stylen. Luisa, Felix und all das ganze Team war wirklich super. Nehme ich sehr, sehr viel mit und auch einen Rolli-Pulli würde ich in Zukunft weiter tragen. Super Tipp gewesen und ich freue mich drauf. Danke vielmals.